Und ihr wollt mir nicht sagen, was es ist? Nein, 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 ist nicht wahr. Du dich gewaltig, was soll schon laufen? Ich wollte nichts Verbotenes machen, Ray. Was? Jasper, hör auf. Oliver ist umgekippt, weil er sich verschluckt hat. Klappe halten. Also hieß es aufgeben oder Henry ins Team holen. Oh, gut gemacht. Ich weiß, es ist falsch, Henrys Hypermobilität bei einem Völkolinspiel einzusetzen, aber er hat gespielt und wir haben gewonnen und jetzt habe ich Angst vor den Konsequenzen. Du hast uns erledigt. Henry, hast du ernsthaft eine Superpower benutzt, um ein Völkerballspiel auf Trampolin zu gewinnen? Ja, habe ich, okay? Ich... Charlotte, wieso hast du das nicht verhindert? Ich? Ja, du bist die Vernünftige. Ich bin auf dem Klo gewesen. Wieso? Wieso? Weil es da so gemütlich ist? Okay. Versprichst du das nicht nochmal zu tun? Nein, ich mach's morgen nochmal. Was? Hast du morgen gesagt? Bei allem Respekt. Du bist nicht mein Boss, wenn ich nicht arbeite. Also. Oh. Okay. Verstehe. Okay. Von mir aus, dann mach morgen dein Spiel. Wirklich? Ist das für dich cool? Nein. Aber mach einfach dein Spiel. Was meinst du damit? Gar nichts. Aber das klang als... Ich meine gar nichts, okay? Okay. Okay. Jasper? Oh, was ist los? Warst du nicht oben bei Junkin' Stuff mit Henry? War ich, aber Henry wollte mit Gwen reden, also bin ich... Gwen! Herrje! Komm mit! Wartet, ich will mitrennen! Oh wow, was ist das, Bananenuss? Ist das ein Bananenussmuffin? Henry, schluck auf keinen Fall den Muffin runter! Was? Henry, das ist gefährlich! Henry, das... Nimm den Hals da ums Auge! Hey, lass ihn gefälligst den Muffin essen! Nimm die Finger weg! Diesen Muffin essen, er wird... Oh mein Gott! Ich weiß, wie man Mund-zu-Mund-Beatmung macht. Ich will jetzt küssen! Hey, ich bin dein bester Freund! Henry! Henry! Geht's dir gut? Ich liebe dich. Hör auf! Henry, das ist kein guter Moment für eine Umarmung. Oh, du hast so hübsche Haare. Henry! Super! Siehst du, was du getan hast? Was ich getan habe? Ja! Ich bin nicht diejenige, die hier rumspringt mit einer ganzen Ofenladung voll fragwürdiger Muffins! Gwen! Ich habe gerade von unserer wunderbaren ersten Begegnung geträumt. Hallo, mein geliebter Mann. Ray, nein! Hör auf! Lass ich das! Ich kann dich nicht lassen. Ray, du liebst sie eigentlich überhaupt nicht. Ray, sie hat den üblen Muffin gegessen. Oh, mein Schatz. Sie hat dich ausgetrickst. Ja, und sie hat das Gleiche mit Henry versucht. Aber Henry hat sich in Jasper verliebt, aus Versehen. Oh, mein Baby ist ein kluges Köpfchen. Schatz, bitte sorg dafür, dass die Typen hier verschwinden, damit wir zwei allein sein können. Okay, dann mal raus mit euch. Komm schon. Komm schon raus. Ich helfe zu, dass ihr nach Hause kommt. Sie hat euch das angetan. Nein. Hör auf. Nein. Du kannst nicht mit. Wieso kann ich nicht mit rein? Was, wenn Henrys Eltern da sind, Schwartz? Aber ich kann doch nicht allein hier draußen bleiben. Da kannst du das. Nein,
Nachher nimmt mich noch irgendjemand mit. Wer sollte dich wollen? Oh. Die Leute wollen mich. Okay. Warum sollte Gwen, damit Ray sich in sie verliebt, tückische Muffins produzieren? Naja, denk doch einfach mal nach. Wenn Captain Man und Kid Danger so verliebt sind, dass sie keine Verbrecher mehr bekämpfen können, wer hält Gwen dann davon ab, die fiesen Dinge zu tun, die sie gerne tun will? Okay, dann müssen wir wohl rausfinden, wie sie... Sie... Das fühlt sich toll an. Hey, Piper! Warst du in meinem Badezimmer und hast mir da meinen Longenstab geklaut? Ja, aber ich dachte... Hey! Schrei gefälligst nicht meinen Jasper an! Er hat meinen Locky Flocky geklaut! Aber ich... Ja! Sie hat mir einfach meine Wimpern ausgerissen! Piper! Du hast jemanden verletzt, den ich liebe! Ja, und das war erst der Anfang! Was? Nein! Was? Was? Hey. Nein! Nein! Soll ich weitermachen? Merkst du dir denn, dass du dich lieben kannst? Piper, lass das! Nein! 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 Henry, alles okay? Geht's dir gut? Ja, ich denke schon. Jasper! Hör auf, mich zu knuddeln! Dich zu knuddeln? Warte, bist du nicht mehr in Jasper verliebt? Verliebt in was? Nein, nein! Okay, das ist super! Wieso? Wie kommt's, dass Henry mich nicht mehr liebt? Ich glaube, als Piper gerade versucht hat, dir weh zu tun, hat das Henry so richtig wütend gemacht. Und? Und, wenn man starke Emotionen empfindet, wird im Gehirn ein chemischer Prozess ausgelöst. Oh, okay. Weil Henry so wütend geworden ist, hat das seine Gefühle von Liebe irgendwie gelöscht? Ja, irgend sowas ist passiert. Okay, dann heißt das, ich muss bloß versuchen, Ray so richtig sauer zu machen, damit seine Gefühle für Gwen verschwinden? Ja, aber wie willst du ihn so sauer machen? Du musst einen Streit vom Zaun brechen. Ja. Ich bitte dich, er könnte dich töten. Du darfst doch keinen Streit vom Zaun brechen. Naja, einer von uns muss es tun. Nicht ich. Hey, habt ihr schon gehört? Es gibt eine Geiselnahme und das im Weltraum. Wissen wir das. Aber wisst ihr auch, dass einer der Astronauten aus Swellview ist? Ja. Das weiß alle Welt. Ja, Jim Dickel. Oh. Wisst ihr, dass ich mit 11-10 geboren wurde, aber nur mit 9 an meinen Füßen? 11-10? Was? Was sagt er? Ja, wer hat jetzt Neuigkeiten? Ich check das. Hey, sollst du nicht oben auf den Laden aufpassen? Ich musste mal aufs Klo und das oben ist doch kaputt. Deshalb sollst du doch über die Straße zur Tankstelle laufen und da aufs Klo gehen. Die haben mir dort Hausverbot erteilt. Was soll das werden? Oh mein Gott, der ist ganz feucht. Das ist der Sündschlüssel. Okay, Jasper. Anscheinend braucht Captain Man deine Hilfe. Was brauchst du? Was soll ich tun? Bist ein guter Junge. Oh. Du wirst so stinkig sein, wenn nur Hexwahl auf mich fällt. Das wird toll. Ich freue mich schon, sie zu fragen. Na, dann frag Chaka, sie doch. Chaka, Chu-Chu! Kannst du das endlich mal lassen? Hey, Henry, die Nichte deiner Lehrerin ist da. Sie richtet sich gerade im Gästezimmer ein. Gut. Ja, gut für mich. Entschuldige mich. Mom, Dad? Ich werde Samstagabend nicht zu Hause sein, weil ich dann nämlich mit unserem Gast... ein Date hab. Hust. Hust mich nicht an. Ich huste sehr wohl. Weil ich nämlich Samstag mit Noelle ein Date habe. Wartet mal. Geht's hier etwa um ein Date diesen Samstag? Ja, richtig. Okay, was sagt ihr zu einem Doppeldate mit Henry oder Jasper? Dürfte ich dann mit Cale ausgehen? Hör zu,
Deine Mom und ich finden, dass du zu jung bist, um zu... Wenn's wirklich ein Doppeldate mit Henry oder Jasper ist, dann... dann ist das okay. Keine Widerrede. Piper, was ist los? Hör zu, diesen Samstag wollen mein Bruder Henry und dieser Kerl da, Jasper, beide mit dir ausgehen. Oh mein Gott, das ja, ist ja, wen nimmst du? Ich meine, das ist ein bisschen merkwürdig, aber ich schätze Jasper. Ja, Baby, tschakka tschakka, tschu tschu, oh. Voll ins Gesicht. Warte, das ist bloß eine Verwechslung. Du bist sicher verwirrt, Noel. Ich bin Henry. Das ist Jasper. Ich, bin der hier. Ich weiß. Und ich finde dich süß, aber... Jasper, lass uns Samstag ausgehen. Das fände ich toll. Moment, warte, was? Ja! Hey, Cale, du und ich Samstagabend. Und kauf dir ein neues Shirt. Hey, Cale. Ich will nicht. Nur, wieso Jasper? Naja, keine Ahnung. Ich schätze, weil ich sein Lächeln mag. Für uns alle. Ja. Das ist nicht das Letzte. Wir müssen hier irgendwie rauskommen. Piper, greife in meine Hosentasche. Du musst unbedingt rausholen, was da drin ist. Okay. Schon mal prima, aber ich will, dass du mir noch viel näher bringst. Hast du was verstanden? Ist das? Mein Lippenbalsam. Und was hast du damit vor? Ich baue Fettigkeit für die Lippen, die sind aufgesprungen. Warte, nein! Hey, was haben Sie mit uns vor? Sagen Sie schon! Fein, ihr wollt es wissen? Dann sollt ihr es wissen. Das sind alte Leute. Alte Leute mit schlechten Zähnen. Und die wollen, was ihr jungen Leute habt. Sie meinen eine Zukunft? Nein. Sie wollen Zähne. Ja, genau. Junge, starke, gesunde Zähne. Und sie bezahlen dafür. Seht ihr das? Diesen Batzen Geld? Das ist in der Tat ein Batzen. Ja, den könnten meine Eltern gut gebrauchen. Hört auf zu quatschen! Schnappt euch gefälligst ihre Zähne! Und los geht's! Oh, hey Piper! Ich bin hier geschäftlich. Hast du da meinen Rucksack? Pfoten weg! Aber das ist mein Rucksack. Tja, wäre möglich. Willst du ihn kaufen? Nein, ich habe den bei euch gelassen, als ich dort mit Henry gelernt habe. Ja, genau. Bei uns. Das bedeutet, der Rucksack gehört uns. In diesem Fall mir. Aber das ist nicht fair. Hey! Das Leben ist nicht fair und wird's auch nie werden, also gewöhn dich lieber dran. Und wie viel soll ich dir für meinen Rucksack bezahlen? Keine Ahnung. 50 Mäuse? 5? Aber der hat nur 20 gekostet. Ich nehme an, du willst den Kram, der drin ist, auch haben. Ich bitte dich... Hör mal, ich will ja hier nicht gemein sein oder irgend sowas. Ich will nur sagen, du... Hey! Was ist denn das da? Haben wir ganz neu. Ist ein alter Zuckerwatteautomat. Zuckerwatte? Ja. Den kaufe ich. Warte, ich muss erst gucken, was der kostet. Der kostet einen Rucksack, Jasper. Okay, wenn du mir meinen Rucksack wiedergibst, kriegst du den Zuckerwatteautomat. Erst wenn ich weiß, ob er funktioniert. Testen wir das Ding. Na schön, hier. Dann gieße ich ein bisschen Wattezucker rein. Hey! Woher hast du diesen Astronautenhelm voller roter Plastikeier? Oh, wir hatten sowas. Wow, so viel Zuckerwatte. Ich esse all die Zuckerwatte. Sei lieber vorsichtig. Du solltest nicht zu viel Zucker essen. So ein Blödsinn. In Zuckerwatte ist doch gar nicht viel Zucker. Doch, sogar eine Menge. Okay. Du putzt dir doch die Ohren mit Watte, nicht? Ja, und? Und ist in der Watte etwa Zucker? Naja, natürlich nicht.
Toilette! Gar nichts. Und jetzt gib mir meinen Rucksack wieder. Klar, kriegst du ihn für 10 Mäuse. Nein, 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 nein. Wir haben einen Deal. Ich bekomme meinen Rucksack und du den Zuckerwatteautomat. Jetzt bekomme ich 20 fürs Diskutieren! Es ist nicht fair, einen Deal zu verändern. Ich krieg von dir 20 Mäuse und den Zuckerwatteautomat. Sonst wärst du... Wow, ist der super! Nein, ist nicht super. Der Automat ist wild geworden. Dann musst du das Ding einfach abschalten. Oh nein, der Hebel ist abgebrochen. Ich kann nichts abschalten. Zieh einfach den Stecker raus. Moment, was? Gib her, gib her! Nein! Warte, Charlotte, hilf uns! Ich brauch keine Hilfe, mir geht's gut! Oh Mann, was ist hier denn passiert? Wir haben den Zuckerwatteautomat eingeschaltet und kriegen ihn nicht mehr aus. Wow, wie viel Wattezucker hast du denn da reingemacht? Diese 2 Behälter. Und noch 8, glaube ich. Oh, Jasper, wieso hast du... Okay, mach dir mal keine Sorgen. Und warum nicht? Weil das vielleicht irgendwann wieder aufhört. Oh, und dann was? Dann fegen wir alles zusammen. Die ganze Zuckerwatte. Fegen sie raus vor die Tür. Dort schnappen wir uns einen Schlauch, besprühen die Zuckerwatte mit Wasser und spülen sie einfach weg. Hey! Und wisst ihr, was wir in der Zwischenzeit machen? Nein, nein, Piper, was denn? Ist ein gutes Argument. Wow! Ja! Ist echt Arbeit, 1000 Pfund Zuckerwatte zu schleppen. Weißt du, wodurch es das nächste Mal leichter wird? Wodurch? Wenn du nicht 10 Behälter Wattezucker auf einmal in den Zuckerwatteautomaten kippst. Weißt du was? Kritik üben kann jeder. Ja, aber ich hab's echt gut drauf. Na dann, ich schnapp mir den Rest Zuckerwatte da drüben und du nimmst dir diesen Haufen vor. Na dann, Haufen. Ah! Was? Ich hab da was gefühlt. Ein Tier, da muss ein Tier drin sein. Ein Tier, Jasper? Piper? Oh mein Gott! Was ist mit dir los? Ich fürchte, sie ist in einem Zuckerwatte-Koma. Ich liebe das. Warum habt ihr so hübsche Pistolen? Wir gehen mit Henry zum Wasserpistolenschießen. Ja, wo ist Henry? Schwartz, hast du Henry gesehen? Nein, er und Ray wollten gestern Jeff verhaften und sind nicht zurückgekommen. Hast du dir keine Sorgen gemacht? Hey, nimm doch bitte diesen Eimer Bohnen und gieß den über mich drüber. Ekelhaft! Nein. Feiglinge! Komm schon, Henry. Geh ans Telefon. Warte! Sollen wir das wirklich machen? Irgendjemand muss uns schließlich zu Beta Maximus fahren. Ich weiß, aber Piper? Sie hat einen Führerschein. Ja, aber der ist ja aus Versehen ausgestellt worden. Wie auch immer, sie hat die Pappe und das brauchen wir. Oder willst du lieber, dass dein Onkel Roscoe uns fährt? Du weißt, mein Onkel Roscoe passt in kein Auto. Dann gehen wir jetzt rein. Hey, Piper! Oh, hi, Charlotte! Hey, Piper! Was? Wir haben dieses Paket auf eurer Veranda gefunden. Und da steht drauf, dass es für dich ist. Okay, aber ich esse gerade einen Hamburger. Wenn ich fertig bin, mache ich's auf. Aber Piper, wie sagt man so schön, wenn du weißt, dass ein Paket für dich ist, bringt's Unglück, wenn du es nicht gleich aufmachst. Ja, das habe ich noch nie gehört. So viel ich weiß, stimmt das. Und, guck dir das Paket an. Was ist damit? Es ist total braun. Ja, aber ich mache es erst auf, wenn ich meinen Hamburger verputzt habe. Okay. Warte. Wo ist er hin? Oh, Piper! Ich sehe gerade erst, wer der Absender ist. Da steht, es kommt von Captain Man. Ehrlich? Was
Was ist da wohl drin? Wir haben keine Ahnung. Als ob wir irgendwas mit diesem Paket zu tun hätten. Oh, da ist ein Brief von Captain Man. Wow, was? Liebe Piper Hart, du bist doch die Präsidentin von meinem Fanclub, den Man-Fans. Und ich brauche deine Hilfe. Oh mein Gott, er will, dass ich ihm helfe. Wow. Lies weiter. Ja, ja. Kid Danger und ich stecken vielleicht in Schwierigkeiten. Bitte bring die Waffen, die in dem Karton sind, zu dem alten Videoverleih Beta Maximus. Oh. Wow. Wow. Boah. Das ist echt einer von Captain Man's Blastern. Ja. Okay, Vorsicht damit, ja? Wir sollten uns die Waffenkiste schnappen und schnell dahin fahren. Okay, dann schnapp ich mir die Schlüssel zu Dad's Minivan. Das machst du nicht. Jess, lass ihn dir das nicht. Nee, du machst das. Ich komm immer näher. Lass ihn weg. Lass ihn sofort weg. Los, tu's. Damit kommst du nicht davon, Maniac. Und noch was, nimm mich beim Wort. Du bist so ein Ekelpaket. Das stimmt, er hat recht. Ist das Ihre Vase? Nein. Okay. Kommst du mal bitte? Oh, Jasper. Vorne, Jasper. Stülp dir diese Maske übers Gesicht. Oh, eine Maske. Und jetzt nehme ich diesen Schockstab, den Schwotz gebaut hat, und mach das. Wow. Was hat die Maschine angetrieben? Der Schrei! Oh. Denn als Jasper geschrien hat, haben diese Magnetmodule die entstandenen Vibrationen in Energie umgewandelt. Der kinetische Transformer macht daraus Elektrizität und die lässt das Hula Girl tanzen. Opa! Wow. Das ist ja fantastisch. Toll. Und dafür musstest du auf mich mit dem Schockstab losgehen? Alles für die Wissenschaft. Warte, warte, warte. Wenn jemand in die Maschine reinschreit, wie viel Elektrizität kann dadurch erzeugt werden? Das hängt von der Lautstärke des Schreis ab und auch von der Länge. Mhm. Oh, lass mich was versuchen. Oh, nein, 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 du wirst nicht versuchen. Hast du eine Idee? Schatz, was hast du vor? Ich weiß nicht, ob meine Maschine in der Lage ist, sowas zu...